Wie kann ich klein. Tut nicht so. Wenn wir hier noch ein Fleisch. Ja, wenn wir hier noch ein Holzfäller hinsetzen, dann können wir noch ein paar Bäume aus dem Boden kratzen. Wenn wir das so setzen, können wir von der Mauer aus immer auf den Außenposten schießen. So, du kannst aber schon mal zurückkommen. Ein Territorium eingenommen. Wir bräuchten 30 Einwohner und die haben wir nicht. Ich weiß nicht, ob wir die jemals zusammenkriegen. Okay, gut, sobald wir die Holzfällertier und die Jägertier gesetzt haben, werden wir das zusammen haben, aber dennoch. Wir müssen zum Holz kümmern. Fördern. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Auf euren Befehl. Und da hinten haben wir gleich das nächste Gebiet. Wir nehmen natürlich alle Territorien ein. Gibt keinen Weg darum herum. Schon unterwegs. 500 für dieses. Für diesen Haufen Sand? Ich schätze, das ist fair. Ich weiß nicht, warum es fair sein soll, aber ich schätze das einfach mal so ein. Warum? Warum? Aha, ja, okay, das funktioniert nicht im Mindesten. Okay, gut. Gehen wir zum ursprünglichen Plan. Ah, das geht. Okay, das ist dann gut genug für mich. Und natürlich befestigen wir alles. Müssen wir es? Nicht im Mindesten. Wollen wir es? Oh ja. Genau, wir müssen darauf warten, dass wir das Gebiet einnehmen können. Also jetzt. Auf jetzt müssen wir warten. Und dann geben wir ein bisschen Schub. Und hoffentlich werdet ihr jetzt nicht ermordet. Nein, werdet ihr nicht. Sehr gut. Oh, jetzt hungert ihr. Ein Jammer. Müssen wir wohl einen zweiten Metzger bauen. Ein Territorium eingenommen. Und den hier vielleicht effizienter machen. Außerdem, macht Party. Sammelt ein paar Hausfrauen an und so. Stimmt, hast du ja. Die ich hungrigen Siedlern in meiner Nähe gebe. Dann kommen wir zurück.
da er jetzt ja auch Baron ist, heißt das ja immerhin auch, dass er jetzt in der Lage ist, Bogenschützen auszubilden. Haben wir den nötigen Platz hier, um diesen bisschen fruchtbaren Boden für ein paar Bienenstöcke einzusetzen? Reguläre Geschwindigkeit. Viel zu wenig. Wird nie im Leben vernünftig funktionieren. Der Boden ist auch nicht fruchtbar. Hier gibt es vielleicht einen Flecken. Also so oder so nicht genug. Aber hier haben wir noch zwei Steinbrüche, die wir noch leer räumen können. Und hier können wir ein bisschen Holz herhacken. Ganz verzweifelt. Einfach jedes bisschen Holz aus der Wüste kratzen, das sich da finden lässt. Eine Eisenmine wird bald erschöpft sein. Das ist von mir aus vollkommen in Ordnung. Wir haben mehr als genügend Reserven. Ein Holzfäller findet keine Bäume mehr. Auch das ist vollkommen in Ordnung. Damit haben wir fest gerechnet. Gut. Schicken wir euch aber Steine. Ein Karren wurde ein Fehler. Ich wollte Stein und Gold gleichzeitig schicken an die Banditen. Dann mache ich schnell speichern an den Punkt. Ich wollte nämlich vorher speichern, dann die Banditen decken, dann beiden gleichzeitig alles Steine klar. Schicken, Kram schicken. Schon unterwegs. Damit sie sich nicht gegenseitig ärgern. Alles klar. Ich erwarte eure Tributzahlung. Schon unterwegs. Und ich hatte irgendwie die Vermutung und das Gefühl, dass sie sich gegenseitig ausschließen würden. Ein Holzfäller findet keine Bäume mehr. Ei! Verstanden! Ei! Ei! Auf eure Befehl! Löwen! Das habt ihr ausgezeichnet gemacht. Wir werden von wilden Tieren bedroht. Könnt ihr sie vertreiben? Bestimmt. Das habt ihr ausgezeichnet gemacht. Dann wird's cool. Wahrscheinlich ist cool habt zu sein. Habt ihr das Gold? Dann haben wir die Söldner. Ist das eine einmalige oder eine mehrmalige Sache mit alles euch? Klar. Das sind echt wenig Söldner, die wir bei euch kriegen können. Aber wahrscheinlich brauchen wir nicht mehr so viele. Auf euren Befehl. Sofort. Bling. Kaputt. Eine Eisenmine ist das. Das ist also typisch. Wir haben den Karren kaputt gemacht. Findet kein Eisen mehr. Sofort! Auf euren Befehl! Ich liebe es zu handeln. Ich zahle etwas weniger. 1000! Und erhalte etwas. Halli, Scheiße. Die Banditen am Leben zu lassen, war vielleicht ein Fehler, weil wir jetzt eine ganze Menge Bauplatz verloren haben, dadurch, dass die existieren. Wenn wir das Territorium hier einnehmen, wo würden wir unsere Mauern setzen? Ein Minenarbeiter findet kein Eisen mehr. Der Ärmste ist entlassen. Helf den Leuten, uns Steine zu beschaffen. Bleiben die jetzt permanent oder ist das wieder so eine Sache wie auf einer gewissen anderen Karte, wo wir aus Versehen Pazifismus losgelegt haben? Ich vermute es schon fast. Aber wenn dem so ist, dann ist dem so. Party.
Wo ist die am einfachsten zu befestigende Position? Ich würde sagen, hier so. Alles klar. Damit nehmen wir die östliche Hälfte des Gebiets ein. Können uns um die Löwen hier. Kämpft weiter! Söffer! Söffer! Ein Holzfäller findet keine Bäume mehr. Und erste Aktion wird sein, dass wir eine richtig fette Mordrum ziehen. Wir waren erfolgreich. Ich erwarte eure Tributzahlung. Sieh an, ihr wollt wieder bezahlt werden. Vielleicht ein andermal. Ei, schon unterwegs. Das Pling kommt jetzt durch. Findet keine Bäume mehr. Das westliche sollen wir auch einnehmen. Ihr werdet vom wilden Timber. Und was habt ihr mit den Steinen eigentlich gemacht? Ihr habt uns Handel damit erlaubt. Alles klar. Damit wir die beiden Sachen kriegen können, die wir gar nicht kriegen können. Im Moment. Alles klar. Auf die Löwen. Zum Angriff. Kämpft weiter. Die rennen weg vor uns? Was ist das denn passiert? In den Kampf. Moment, wenn wir die nicht mehr bezahlen, dann... Ach komm, bezahlen wir nochmal. Wurde ausgesandt. Alles klar. Wenn wir die Banditen nicht... Ich glaube, das ist ja so eine Sache. Wenn wir einmal versagen, dann haben wir versagt. Da ist der letzte Löwe. Nicht aufgeben! Ihr habt eure Aufgabe erfüllt. Eines Tages werden die Banditen schon gegen uns sein, dann löschen wir sie. Wir werden gute Verbündete sein. Das ist schnell passiert. Oh, kriegen wir Herden. Ein Holzfäller findet keine Bäume mehr. Ja, und jetzt? Das habt ihr ausgezeichnet gemacht. Oh, wie lieb. Schon unterwegs. Habt ihr das Gold? Dann haben wir die Söldner. Die Söldner benutzen wir zunächst einmal, um die ganzen Angriff. Löwen hier auszuräumen. Holy ich shit. Muss mich in die Burg zurückziehen. Die Löwen benutzen wir, um unsere Söldner auszuräumen, wie wir sehen. Stürmt los! Es gibt kein Zurück! Sofort! Kämpft weiter! Auf euren Befehl! Das sind sehr wütende Löwen gewesen. Ein Holzfäller findet keine Bäume mehr. Schon unterwegs! Wie ihr wünscht! Schon unterwegs! Gut! Die Banditen würden alles niederbrennen, was wir gemacht haben. Muss hier aufbauen, wenn wir die Banditen nicht vernichten. Das bedeutet, wir müssen dafür sorgen, dass das nicht passiert und die Banditen auslöschen. Mithilfe ihrer eigenen Söldner, weil es sparsamer ist. Alles klar. Außerdem müssen wir die Burg ausbauen. Schon unterwegs. Verstanden. Ah, die Banditen sind Verbündete. Die sind Handelspartner. Warum sehe ich dann deren Handelsgebot immer noch? Alles klar. Sofort. Schon unterwegs. Ich will es wissen. Klar. Ein Holzfäller findet keine Bäume mehr. Wir können ja schon mal ein bisschen anfangen. Das gebe ich jetzt vernünftig zu nutzen.
Hier ist mehr als genug Holz. Ich erwarte eure Tributzahlung. Halt die Klappe. Ein Karren wurde ausgesandt. Hier steht mir gleich auf dem Bauplatz und das wird nicht lange toleriert werden. Ihr habt eure Aufgabe erfüllt. Habt ihr das Gold? Dann haben wir die Söldner. Ihr werdet nicht mehr lange bestehen, Freunde. Ein Holzfäller findet keine Bäume mehr. Das hauptsächlich, weil ich natürlich immer noch das Müssen wir uns überhaupt die Mühe machen, Erzherzog zu werden auf dieser Karte? Ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht. Bin mir nicht sicher, ob wir uns die Mühe überhaupt machen müssen, die Banditen auszuradieren. Ein Holzfäller findet keine Bäume mehr. Schon unterwegs. Euch fällt wild. Oh, verdammt. Nun, wild gibt es ja zum Glück sehr, sehr viel. Zwei. Es gibt zwei Wildvorkommen in diesem Gebiet. Noch ein Haufen Löwen, die uns unterwegs unsere Herden niederrennen würden. Ein Holzfäller findet keine Bäume mehr. Aber natürlich benötigen wir auch ein bisschen Getreide. Und solange bezahlen wir die Banditen einfach weiter. Dass ganz schön viele Banditen sind. Bauen wir die Burg nochmal aus. Und zielen ein paar eure Tributzahlung mehr Leute an, weil wir meinen Steuereinnahmen zu erhöhen haben. Versammeln wir unsere Armee da und gehen pleite. Akut pleite. Aber nicht auf ewig. Wir können auch eine Bäckerei aufstellen. Ein Holzfäller findet schon keine unterwegs. Bäume. Hin und wieder schafft er noch Holz, also wird das schon passen. Kleidung fehlt. Ihr habt uns nicht geholfen. Unsere Truppen werden angegriffen. Gut, es scheint, dass wir aus Versehen jetzt die Banditen verärgert haben. Die Banditen scheinen sich nicht im Mindesten darum zu kümmern, dass wir Sachen gebaut haben. Und haben kein Interesse, das niederzubrennen. Meinen Sie, die fragen noch ein weiteres Mal? Dieser neue Titel wird mir von Nutzen sein. Meinen Sie, die werden nochmal fragen? Ich bin nicht gespannt, das werde ich jetzt herausfinden. Ich bin fürs Erste erstmal froh, dass die hier nichts
auszusetzen haben, an dem Schluss das ganze Gebiet gebaut haben. Ein Holzfäller findet keine Bäume mehr. Wahrscheinlich hauptsächlich, weil hier das Gebiet eingemauert ist und nichts machen können. Reichtum wird jetzt ein wenig schwieriger. Ich erwarte eure Tributzahlung. Ach, okay, jetzt wollen die mehr. Verstehe. Können wir aber nicht bezahlen. Ein Holzfäller findet keine Bäume mehr. Na, dehnen wir sie aus. In den Kampf! Angriff! In die Burg zurückziehen. Vorwärts! Nicht aufgeben! Stürmt los! Wie ihr wünscht. In den Kampf! Schaffen wir sie einfach aus dem Weg. Angriff! Geben denen ein bisschen heilige Power. Maus, bist du wohl mitspielen? So, zum Angriff. Kämpft weiter! Auf euren Befehl. Nicht aufgeben! In den Kampf! Vorwärts! In den Kampf! Schön den Nachschub abschneiden. Es gibt kein Zurück! Verstanden! Es gibt kein Zurück! Das hat sich geregelt. Verstanden! Schon unterwegs!